Was geht ab? Hier ist euer Number One Dalai. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Zurück zu City of the Community. Herzlich willkommen. Also Leute, auf jeden Fall teilt dieses Video bei eurem Facebook-Profil. Das würde mich übelst unterstützen. Sowas von, Leute. Also aktiver geht's gar nicht, wenn ihr dies machen würdet. Und heute in diesem Video geht es um das Gefängnis hier, was ich gebaut habe. So, wir drehen uns jetzt einfach mal um, ab in die Ego-Perspektive. Wir heben ab, um erstmal einen Blick darauf zu werfen, wie das Gefängnis von oben aussieht. So, ihr könnt natürlich auch in die Kommentare eure Meinung hinschreiben, wie ihr dieses Gefängnis so findet, von der Innenperspektive und von der Außenperspektive. Insgesamt haben wir 2, 4, 6 Türme gemacht, Wachtürme, dass auch die Gefangenen nicht entfliehen können aus diesem großen Gefängnis. Auch die Mauern von diesem Gefängnis sind hochgezogen worden. Wenn man jetzt hier nach unten fliegt, kann man auch hier erkennen, dass hier Obsidian verwendet worden ist für die Zwischenräume von den Wänden. Natürlich auch der Boden, die Ausstattung ist perfekt, weil ich habe mir überlegt, suchen und zerstören, beziehungsweise suchen und verstecken, kann man auch dazu sagen, so ein kleines Minispiel zu spielen mit euch zusammen. Auf jeden Fall werde ich morgen hier auf der Map auch einen Livestream starten auf Twitch. Übrigens, auf Twitch heiße ich HochNumberOneDollar. Wenn ihr dort noch nicht gefollowt habt, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Follow da. Das würde mich total unterstützen. Und ja, worauf warten wir? Also, wir fliegen jetzt einfach mal hier hin, durch diese Tür hier durch. So, den rechten Turm hier und gleich gehen wir auch auf den linken Turm rüber. Aber jetzt passt auf, wenn jetzt zum Beispiel ein Auto kommt oder eher gesagt ein Gefängnisbus, dann kann man hier auf diesen Hebel hier einmal diesen umschalten, dann geht das nach unten. Genau auf der anderen Seite geht das genauso. So, den stellen wir wieder zurück. Was richtig cool ist auf jeden Fall, ist dieses hier, dieses Tor. Das ist übelst groß und jetzt passt auf, in Minecraft kann man echt mit Hightech viele Sachen verstellen und verändern. Passt auf jetzt, das Tor geht auf. Voila. Einfach nur Magic. Jetzt machen wir das Tor wieder zu. Aufgepasst. Und es ist zu. Wenn ihr solche Sachen kennenlernen wollt oder einfach auch machen wollt, insbesondere auch Aufzüge oder in anderen ideenreiche Minecraft-Ideen, dann seid ihr genau auf meinem Kanal hier richtig, weil ich mache auch übelst viele Tutorials über solche Sachen, natürlich auch Glitches für die Survival Map oder wiederum solche Tore, Aufzüge oder das Flugzeug. Alles automatisch mit Redstone, wie gesagt, kann man echt viel machen. Jetzt gehen wir einfach mal hier durch diese Tür durch und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ganz ganz wichtig, wie ihr dieses Projekt so findet nochmal und wie ihr dieses Gefängnis, speziell das Gefängnis findet. Also wir gehen jetzt einfach mal in das Gefängnis hinein und man kann hier erkennen, hier halten sich die Gefangenen auf. Hier zum Beispiel ein Basketballfeld mit einem Basketballkorb, auf der anderen Seite parallel genauso. Hier, ja, ein paar Bänke würde ich jetzt mal behaupten, ja, ein paar mehr, kann man sich ausruhen. Eigentlich Luxus auf jeden Fall. Jetzt gehen wir einfach mal hier rein ins Gefängnis. Hier ist der Schalter, wo man sich anmelden kann. Und jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Hier die Tür, die ist schon offen, korrekt. Hier an diesem Hebel kann man die ganze Beleuchtung an- und ausmachen. Hier in der Küche plus der Esssaal hier drüben, wo die Gefangenen auch frühstücken, Mittagessen oder wiederum Abendessen. So, jetzt gehen wir einfach nochmal hier weiter, geradeaus durch. Und werden auch hier feststellen, dass wir auch einen Besucherraum haben, wo die Gefangenen einfach die familiäre Begleitschaft bzw. die Verwandten treffen können, miteinander quatschen können oder Freunde oder Bekanntschaften, wie gesagt. Jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Hier ist ein kleines Kiosk, wo man halt auch zu essen oder wiederum zu trinken ausgibt. Dort nach oben, da kommen wir jetzt gleich hin. Wir werden jetzt erstmal hier durch die große Tür durchgehen und wir werden jetzt auch feststellen, hier sind die ganzen Zellen. Die ganzen Zellen sehen alle gleich aus. Ein Bett ist drin, einmal ein Waschbecken und eine Toilette, wie man es auch schon hier erkennen kann, oder wiederum parallel auf der anderen Seite genauso. Und man kann natürlich auch hier bei diesem großen Raum diesen Hebel umschalten. Es ist dunkel. Jetzt schalten wir ihn aber dennoch wieder an, weil wir wollen ja einmal hier durchgehen.
und das sieht echt nach so einem amerikanischer Knast aus. In der Mitte die Treppe nach oben, links und rechts die ganzen Gänge. Also es war, wie gesagt, sehr, sehr viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, man kann hier drauf spielen. So, jetzt gehen wir mal diesen Gang hier entlang. Die Türen müssten auf jeden Fall zu sein, weil wenn die Gefangenen hier lang gehen, sollten die nicht zu den privaten Räumen gelangen, sondern eher zu den Duschkabinen. Wir gehen einfach mal hier rein. Hier können wir natürlich auch wieder mal den Hebel umschalten und es ist dunkel. Wir schalten ihn dennoch wieder an, weil wir wollen ja euch da draußen was präsentieren. Hier zum Beispiel sind die Duschkabinen, die kann man auch einschalten. Man kann hier reingehen, wischiwaschi, ihr kennt das Prinzip. Und jetzt kann man das natürlich auch wieder ausmachen. So, jetzt sind wir durch mit dem etwas größeren Badezimmer für mehrere Gefangenen. Hier zum Beispiel, hier auf der linken Seite, ist der Hobbyraum, wo die Leute sich aufhalten, wenn die sehr gut waren, also im Führungszeugnis, beziehungsweise sich benommen haben in diesem Gefängnis, haben sie auf jeden Fall sich eine Belohnung verdient. Die dürfen mal Fernsehen gucken. So, jetzt machen wir das wieder zu hier. Jetzt gehen wir eine Tür weiter, den nächsten Raum hinein. Hier ist einmal die Wäschekabine, wo man als Nebenjob oder als Hauptjob als Gefangener hier auch die Wäsche waschen kann und trocknen kann und bügeln kann. Ist ein kleiner Job. Also auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir dies auch mal auf Twitch streamen. Ihr könnt natürlich auch mitspielen, wenn wir hier auf der Karte hier zum Beispiel 4 gegen 4 spielen werden. Wird bestimmt richtig cool werden. Hier zum Beispiel, das ist jetzt der Privatraum, wo man hier auch sich hinlegen kann als Wächter, sich ausruhen kann. Hier auch die ganzen Truhen kann man noch voll machen. Hier zum Beispiel hier hinten auch noch ein Raum. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder hier raus, Tür zu, diese Tür auch. Und jetzt kommen wir zu der Sperrzone. So, warum Sperrzone? Weil hier werden demnächst auch Waffen gelagert. Zum Beispiel ein Bogen oder wiederum ein Schwert oder eher gesagt ein Stock, wo man halt die Gefangenen auch verprügeln könnte als Wächter, wenn die nicht so artig sind. Ihr wisst, was ich meine. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier unten hin. Hier, wo das Kiosk ist, dort waren wir ja eben. Und jetzt werden wir nochmal nach draußen fliegen und werden nochmal das Gefängnis von draußen uns anschauen. Weil hinten ist der Besucherparkplatz und dort werden wir jetzt einfach mal hingehen. So, hier natürlich kann man auch zumachen von drin, alles Hightech. Hier auf der Seite kann man dann auch zum Beispiel hier reingehen und man kann natürlich auch diesen Hebel drücken und dann kommt man raus zu den Besucherparkplätzen. So, wir heben wieder ab und schauen uns das einfach mal nochmal von draußen an. Wie gesagt, eure Meinung ist wichtig. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wenn das der Fall ist, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Das wäre ein Träumchen. Und zusätzliche Videos von einem Fußballstadion werde ich auf jeden Fall auch noch demnächst hochladen. Ich bin, wie gesagt, raus an dieser Stelle. Bleibt gesund, haut da rein. Tschüss und bis bald. Ciao.